Und dann mal gucken. So. Und wow. Wow. Mann, Alter, hier, get wrecked. Wow. Drift. Ich hasse das Fahren so ein bisschen. Das Spiel ist komplett geil, außer das Fahren, das ist für mich so ein bisschen, naja. Das sind so diese Feinheiten, die das Spiel einfach noch nicht raus hat. Wow. Na genau, hier rüber. Und jetzt hier hin. Vollkontakt. Vollkontakt. So, und jetzt hier runter. Na, ich drück doch schon B. Geht doch. So, und jetzt hier rein. Ne, ich wollte gerade sagen, durchs Fenster springen dann. Leute, was geht? Ah, ne, hier muss ich hin. Warte mal. Hacken. Danke für deine liebe Spende, mein Freund. Ich bedanke mich. So, kommen wir rein. Ein Typ sitzt im Kino. Da kommt ein Elch und setzt sich neben ihn. Fragt der Typ, was macht denn ein Elch im Kino? Sagt der Elch, naja, das Buch hat mir gefallen. Ich hatte gehofft, Sie können mir helfen. Ich bin auf der Suche nach Ray Kenny. Nie von ihm gehört. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Was trinken Sie? Bezahl den Mann. $100. Cash. Kaution für Schäden. Ja. Ich hab's irgendwie nicht mit Bargeld. Das geht auf deinen Deckel. Also. Was wissen Sie über Raymond Kenny? Bist nicht sehr gesellig, was? Ich will hier keinen Ärger, T-Bone. Achte nicht auf den. Wer hat sie nicht, Ärger? Kein Respekt vor Künstlern. Künstler am Arsch. Mürrischer Säufer schon eher. Trink. Kümmere dich nicht um den Wirt. Der ist okay. Tief im Inneren. Ganz tief im Inneren. Wenn du meinst, A, B, keine Sorge wegen der Fliegen. A, B, das ist Y, X, Y. Ah. Vor allem war es komisch, das war gerade schon so verschwommen, obwohl ich nicht mal einen Intus hatte. So, jetzt geht nächste Runde. Oh Mann, wir werden uns so besaufen. Paddy, was ist das für eine braune Brühe? Ist ja aus, als wenn wir uns Dünnpfiff reinpfeifen. So, jetzt ist mal rund? So richtig rund hier. Wow. Hell. Komm. Ja. Geht doch. So. Noch eine Runde. Mann, sollen wir uns jetzt in einer Dreiviertelstunde besaufen, oder was? Auf mein Wohl. Arschloch. Genau. Genau. Ich gehe gern mit breitbeinigen Frauen zum Schwimmen. Warte, was? Das ist gut. Was sagst du, wie der Name war? Raymond. Es geht auf deine Rechnung, T-Bone. Ja. Du schuldest dem Mann $100. Okay, das Laute am Ende des Satzes hat noch gefehlt bei uns.
Scheiße, wir haben ihn gefunden. Und er hat uns die Eier, glaube ich, fast gebrezelt. Das buche ich mal als Erfolg. Oh, nee. Vor allen Dingen, warum hat der einen Taser und wir nicht? Warum hat unser Schlagstock keinen integrierten Taser und Gummigriff? Das wäre doch für uns top. Da wir die Formalitäten nun hinter uns haben. Hör mir gut zu, Freund. Ich warne dich. Dass du hier bist, bringt auch mich wieder auf den Radar. Ich habe Informationen. Na, du bist ja lustig. Das Problem ist, ich kann's nicht entschlüsseln. Also komme ich zur Quelle. Shit. Also hast du mich auf den Scheißradar gebracht. Wir waren vorsichtig. Wir? Und warum sollte ich dir helfen? Denn das macht uns nicht zu besten Freunden. Jemand wollte mich ermorden lassen. Dabei starb meine Nichte. Aber was in diesen Dateien steht, wird mich zu ihnen führen. Ich werde ihn finden, mit dir oder ohne dich. Aber mit dir wäre es einfacher. Ich schlag dir einen Handel vor. Meinst du, ich bin in dieser Staubschüssel wegen dem Ambiente? Seit diese Bastarde mich gefeuert haben, habe ich versucht, wieder reinzukommen. Ich brauche einfach nur jemanden, der Spyware in ihr Netzwerk schleust. Wäre es einfach, hättest du es längst gemacht. Hey, wenn es schwer wäre, hätte ich es längst gemacht. Es ist unmöglich, auch nur an ihre Nähe zu kommen, ohne Großalarm auszulösen. Die haben ein biometrisches Profil. Ich habe Plumpen in meinem Gebiss, die sofort die Security alarmieren. Dabei kann ich dir helfen. Aber hinterher kommst du mit mir nach Chicago. Oh, tue ich das? Folge mir. Okay, Hoffnung ist ein Trauerspiel. Akt 3, haben die nicht. Du bist doch gerade der Akt, oder nicht? Du hast wirklich ein Händchen für Kunst? Das da ist eine Sprengfalle. Und wenn du sowas nicht erkennst, bist du nicht paranoid genug, mein Freund. Ich habe noch mehr davon. Tja, wenn du mich findest, ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere es auch tun. Also lass uns anfangen. Hör mal, ich habe einen echt engen Zeitplan. Je schneller wir das erledigen können, desto... Ich glaube, du verstehst dein eigenes Spiel nicht, mein Freund. In Chicago läuft eine Software, die dafür gemacht wurde, Leute zu finden. Ich weiß, wie das CTOS denkt, weil ich sein verdammter Papa bin. Und es hat immer noch mein Bild in der Brieftasche. Solange du meine biometrischen Daten nicht aus dem System nimmst, bin ich nutzlos für dich in Chicago. Und meine Kunst, wie du sie nennst, wenn du es vergeigst, muss ich auf das Echo gefasst sein. Hier, ich zeig's dir. Was will er mir denn zeigen? Bereit? Ja. Achtung! Was zum? Aber hallo! Hast du das gespürt? Wow. Rück die Knochen gerade! Probier's mal! Ja, gleich, warte mal. Ich will erstmal hier oben. Genau. Okay, das kommt mir gerade vor, als wenn gleich was kommt. Weil wegen Explosionen und so. Wir haben einen engen Zeitplan hier. Bam, 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 bam. Hey, wenn du dir den Arm wegsprengst, dann mache ich dir einfach einen neuen. Dein Vertrauen ist ermutigend. Oh, tut mir leid. Ist es mein Job, dich aufzubauen? Dich anzufeuern? Ich glaube, du missverstehst unsere Beziehung hier. Ich sehe Möglichkeiten. Du kannst mir helfen, ich kann dir helfen. Ich glaube, du missverstehst da was. In Jets Bar fand ich einen Alkoholiker, der alleine auf seine Vergangenheit anstößt. Ich bin keine Möglichkeit. Ich bin deine zweite Chance. Na gut. Ich glaube, ich mag dich.
Aber Freunde sind wir noch nicht. Als erstes brauche ich mal etwas Bloom-Hardware. Ich bin schon eine Weile da raus. Ich muss rausfinden, wie ihre Scanner funktionieren. Du willst, dass ich bei Bloom einbreche? Nicht direkt. Irgendwer hat die Hardware bereits gestohlen. Insider-Job. Ist viel wert auf dem Schwarzmarkt. Ich habe die Typen beobachtet. Sagen wir mal, es sind echte Waffenliebhaber. Nimm eins von meinen Gewehren. Du wirst es brauchen. Fahr für mich bei der Tankstelle vorbei, ja? Die Porny-Gangster-Miliz hat etwas, was mir gehört. Also musst du da rein und mir meinen Truck holen. Habt ihr das gesehen? Der guckt nach oben und dann immer so nach links, rechts, ja.